Schöne Welt präsentiert das Promi-Geflüster. Stars, Rätsel, Ratgeber, Gesundheit und Rezepte. All das für 45 Cent in Schöne Welt. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet bzw. euch eingeklickt habt. Hallo zur 91. Ausgabe des Promi-Geflüsters, liebe Podcast-Freunde. Mit der heutigen Folge endet auch die kleine Sendereihe über Hans Blum. Doch bevor wir gleich mit der letzten Gesprächsrunde starten, gibt es wie angekündigt noch einmal Musik. Die Frau am Steuer neben mir. Vorgetragen von Hans Blum mit seiner reizenden Partnerin Duffy Kramer. Der Titel schildert die erste Autofahrt der Tochter, die gerade frisch den Führerschein bekommen hat. Wie das Ganze abläuft, das könnt ihr jetzt zunächst im Musiktitel erleben. So, du fährst hier heute zum ersten Mal. Ich schnalle mich auch an. Und jetzt wollen wir mal sehen. Hoffentlich geht's gut. Oh, toll, wenn Frauen fahren, immer. Die Frau am Steuer neben mir, heute hat sie es erreicht. Mein Puls ist hoch, die Knie sind weich und meine Stirn ist feucht. Die Frau am Steuer neben mir hat seit heute den Führerschein. Und lenkt voll Stolz mich durch die Stadt, zum ersten Mal allein. Labadam-bam, labadam-bam, labadam-bam. Ich beiß mir mächtig auf die Zunge. Dein Auto fährt so gut. Da vorn ein Fahrrad, oh pass auf. Die Sitze sind zu weit. Warum muss sie jetzt überholen? Mensch, der zieht aber toll. Nun lenkt sie fast den Bordstein rauf. Dein Radio klingt enorm und schaut dabei noch in den Spiegel. La, 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 la. Und zupft ihr Haar etwas zurecht. Oh, ich muss zum Friseur. Dann fährt sie an wie Niki Lauda. Du, heute ist viel Verkehr und ich bin blass und mir ist schlecht. Jabadam-bam, jabadam-bam, labadam-bam. Die Frau am Steuer neben mir, heute hat sie es erreicht. Mein Puls ist hoch, die Knie sind weich und meine Stirn ist feucht. Die Frau am Steuer neben mir hat seit heute den Führerschein und lenkt voll Stolz mich durch die Stadt zum ersten Mal allein. Labadam-bam, jabadam, jabadam-bam, jabadam, labadam-bam. Das brauchst du nicht. Und hol dich abends wieder ab. Ich bleib gleich im Büro. Dann fällt für dich der ganze Stress weg. Mir macht das gar nichts aus. Denn's jeden Morgen für dich gab. Ich glaub, ich meld mich krank. Du, wenn wir mal nach Hamburg fahren. Wir fahren doch mit dem Zug. Löse ich dich ab und du ruhst auf. Ich mach kein Auge zu. Und stehen wir vor Tante Berthas Haus. Labadam-bam, jabam, labadam-bam, jabam, labadam-bam, 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 labadam-bam. Musst du denn so bremsen? Super, oder? Also